Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, denn ich spiele das. Wir werden heute einen Railjet fahren und werden diesen von Rosenheim nach München Hauptbahnhof fahren und werden mal sehen, was uns hier so auf der Reise widerfährt. Und ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dieser Folge und ja, schauen einfach mal, wie es losgeht und was uns so widerfährt. So, so geht's also los. Wunderschön. Der Rosenheimer Bahnhof und da ist unser Railjet. Unsere Zuglok. Hallo, öffne die Türen und bereite alles für die Abfahrt vor. Planabfahrt ist um 14 Uhr. Es werden keine Probleme erwartet. So, dann werden wir das Ganze mal starten. Wir öffnen die Türen. Gehen in unsere Lok. Dann würde ich sagen, rüsten wir einfach mal auf. Nee, das ist doch verkehrt. Da ist unsere Lok. Wo sind wir denn jetzt drin? In der Lok oder im Steuerwagen? Das ist doch der Steuerwagen. Da ist unsere Lok. So. Lok wird aufgerüstet. Wunderschön. So, das dürfte sich jetzt nur um Sekunden handeln. So, ich würde sagen, wir sind soweit abfahrbereit. Was allerdings noch fehlt. SIFA aus. PZB, wie kriegt man die denn aus? PZB. Shift, ne, Kritzel, Shift und A. PZB aus. So. So, AFB haben wir eingeschaltet, wunderschön. So. Das haben wir. So, dann dürften wir doch eigentlich abfahrbereit sein, oder? So, wir stehen hier
hier müssen wir landen. Das ist schon richtig so. So, wir sind abfahrbereit. Und haben in 10 Sekunden Ausfahrt. Wunderschön. Türen gehen zu. Bremsen sind gelöst, dann würde ich sagen, auf geht's! Erste Station Ostbahnhof in 55 Kilometern. Das ist doch übel. Was passiert hier denn bloß dauernd? So, wir dürfen 100. So, und so sieht es im Innenraum aus, beziehungsweise Passagierraum. Nächster Halt Wien, ja gut, das stimmt jetzt nicht so ganz, aber da Spruch darunter. Danke, dass Sie mit uns gefahren sind. Servus und bis bald. Und 11:35 Uhr, ja okay. Das ist es natürlich nicht ganz stimmig, aber ich denke, damit kann man leben. Das ist dann halt so die Ansicht aus dem Passagierraum. So, und dann
dann dürfen wir auch gleich auf 150 beschleunigen. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir dann gleich in den Münchner bzw. in den Ostbahnhof einfahren, ob wir da vorher eine Ansage bekommen von der hübschen bzw. von der sympathischen Stimme der Frau. Da bin ich mal gespannt. Aber die Uhr da vorne, hier auf dem Display, die stimmt wenigstens. Na, ob das Datum stimmt, könnt ihr euch selber überlegen. Wahrscheinlich wurde da das Szenario, ja, ich will nicht sagen erfunden oder erbaut, sondern vielleicht fuhr zu diesem Zeitpunkt der Zug. Wer weiß das schon. Was allerdings noch fehlt, ist so 140. Und 120. Was die Economy Class direkt hinter der Lok. So, jetzt wollen wir doch mal auf unsere Reisegeschwindigkeit gehen, wobei ich hoffe, dass wir noch 200 fahren dürfen.
Wie viel darf der eigentlich fahren? Wisst ihr das? Ich weiß es nämlich nicht. Ah, da oben steht 230 km/h. Haben wir noch was vor uns? Führerstand 2. 230 km/h. Fahrzeughöchstgeschwindigkeit. AÖBB 91, 81, 80, 11, 16. So. Vielleicht dürfen wir ja noch 230 fahren, das wäre ja schön. Oh, Doppelbespannung. Doppelbespannung 101 an einem IC habe ich auch noch nicht erlebt. Gibt es das eigentlich wirklich real? Normalerweise sind doch immer die 218 doppelt bespannt, die IC ziehen. Aber eine 101 ist doch eigentlich stark genug. Aber ja, es ist der Train Simulator. Da ist alles erlaubt. Ich bin zu schnell. Eieieiei. Eieiei. So, eine gute 30 Kilometer, dann sind wir schon im Ostbahnhof. Das ist schade, dass das Fenster nicht losgeht. Oh, wunderschön. Da steht wieder ein IC und nebenan steht eine Hamsterbacke. Oder
Nee, es war gar keine Hamsterbacke. Es war gar keine Hamsterbacke, es war eine 425 oder 423. Ach ja. Ein wenig eintönig, dieses ganze Szenario. Es gab schon bessere, um das mal so zu sagen. Aber man kann es ja nur herausfinden, indem man sie spielt. Und ihr wisst, ich teste Szenarien. Und ja, dies ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit. Das ganze Szenario stammt von JT. Und ja. Es ist ausbaufähig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ein sehr schöner Zug, das muss man schon sagen. Also der Zug gefällt mir sehr. Das Szenario könnte ein wenig mehr Action haben. So, noch 15 Kilometer bis zum ersten Stopp am Münchner Ostbahnhof.
Das ist der Steuerwagen. Das ist die Business Class. Aber zumindest ist der KI-Verkehr stimmt. Ach, das ist doch nicht wahr. Was passiert denn hier dauernd? Das ist nicht richtig. Entschuldigung. Sorry, sorry, aber irgendwie spinnt mein Aufnahmegerät heute. Aufnahmesoftware anscheinend. Ich kann nur um Entschuldigung bitten und hoffe, dass ihr das nicht allzu übel nehmt. So, noch 7 Kilometer. Wieder ein Triebwagen. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze München Ostbahnhof. Ladies and gentlemen, we'll be shortly arriving at München Ostbahnhof. Oho, eine sehr schöne Ansage, wie ich finde. Eine sehr schöne, ruhige Stimme, eine sehr schöne, ruhige Ansage, deutlich. Doch, die hat mir gefallen.
Und bis München sind es dann noch gut und gerne 10 Kilometer. So, für jeden Moment da. Wir öffnen die Türen. Und schauen uns hier mal ein wenig um. Sehr IC-lastig dieser Bahnhof. 1, 2. So, Abfahrt 14:27, Einfahrt München 14:36. So, auf geht's!
So, und München ist natürlich jetzt nur noch ein Katzensprung entfernt. So, jetzt auf 120 zu beschleunigen hat, glaube ich, wenig Sinn, weil ich da vorne sowieso wieder auf 100 runter muss. Und ehe der jetzt auf 120 beschleunigt, macht keinen Sinn. So, man sieht, wir kommen München näher, die Geschwindigkeitsbeschränkungen nehmen zu. 90, 60, 40. Nein, nicht 90, 60, 90. Das gibt es hier nicht. Okay. Willkommen in München. Hier ist die obligatorische Meine Damen Waschhalle. und Herren, wir erreichen in Kürze München Hauptbahnhof Endstation. Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Gepäckstücke im Zug zurücklassen. Und wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich heute für die ÖBB entschieden haben.
einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, we'll be shortly arriving in Munich Hauptbahnhof. This train terminates here. Please ensure that you take all belongings with you. Thank you very much for choosing the ÖBB today and we'd like to wish you a pleasant afternoon. Goodbye. Goodbye. So, Gleis 11 wird dann unser sein, also unseres sein, ganz außen. So, das war's. Wir öffnen die Türen und begeben uns nach außen. Das war das kurze, aber ja, ich sag einfach mal, urteilt selber über dieses Szenario. Es ist wie gesagt ein sehr schöner Zug, der gefällt mir sehr. Das Szenario an sich könnte etwas peppiger gemacht, hätte etwas peppiger gemacht werden können, meine Güte. Und ansonsten, ja, so viel zwischendurch, ganz schön. Aber wie gesagt, es ist ein wenig langweilig. So von der Aufmachung her, sage ich mal so. Aber wie gesagt, man muss es spielen, um zu erfahren, wie es ist. Und die Lok, beziehungsweise der ganze Zug, Railjet hat mir sehr gefallen. Ein sehr schöner Zug. Ja, ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Ja, was soll ich noch sagen? Ihr hört mich im nächsten Video wieder. Habt noch ein schönes Wochenende. Bleibt sauber. Ich hoffe, dass die Temperaturen jetzt steigen werden und desto öfter kann ich auch wieder spotten gehen, worauf ich mich wieder sehr, sehr freue. Ja. Ihr seht's, gut gemacht, dieser Zug fährt nun weiter nach Frankfurt, aber wir machen erstmal Pause, ja. Und damit endet dieses Szenario und endet dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye, bye.